Sonntagszeit ist Videozeit. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Gabriele von Woloholika und du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Woloholika gelandet. Woloholika ist eine Handfärberei aus Bremerhaven und entsprechend, wie du dem Hintergrund entnehmen kannst, falls du das erste Mal hier bist, dreht sich in diesem oder auf diesem YouTube-Kanal alles um Stricken, um Häkeln, um Handarbeiten. Nichtsdestotrotz ist dies eine Werbesendung. Ich nenne manchmal Marken, also Werbesendung, weil wegen Markennennung. Auch Woloholika ist ja eine Marke, auch wenn es eine Eigenmarke ist. So, Gesetzgeber, Genüge getan, dann kann es losgehen. Ja, was habe ich gemacht letzte Woche? Ich habe natürlich wie immer, wir haben wie immer gefärbt, ich habe Stränge gedreht. Vielleicht hast du gesehen, wir haben ein neues Shop-Update. Das präsentiere ich dir auch heute. Im neuen Woloholika-Laden, da gibt es immer noch keinen Strom, weil immer noch kein Verteilerkasten oder Stromzählerkasten da ist. Weil es keinen Strom gibt, gibt es natürlich auch keine Heizung und so langsam wird es kalt. Nichtsdestotrotz hat Mr. Woloholika inzwischen alles gestrichen, was es da zu streichen gab. Ich habe im neuen Laden, im alten Laden, klar, da habe ich noch gefärbt, im neuen geht es noch nicht, schon einen Teil gepackt. Und jetzt kann das nächste Woche weitergehen, weil so viel Zeit ist ja auch nicht mehr. 3 Wochen müssen wir raus sein aus dem alten Laden. Und ich hoffe, dass es im neuen Laden Strom gibt, weil ohne Strom, selbst wenn der Lockdown noch läuft, kann ich ja auch nicht färben. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe begonnen auf oder in der Woloholika Facebook-Gruppe, die heißt Woloholika Strick schneller, das Leben ist kurz. Vielleicht magst du ja Mitglied unserer Gemeinschaft werden. Angefangen mit einem Video. Ich habe gedacht, ich erstelle mal in den Dateien der Facebook-Gruppe. Über die Ordnung bin ich mir noch nicht so ganz klar. Links zu den Anleitungsvideos, nicht zu den Sonntagsvideos, aber in den Dateien Links zu den Anleitungsvideos. Und ich habe mit den Babypuschen, da muss ich glaube ich noch den Titel ändern, vielleicht auch noch das Bild der Dateien. Ups, der Bursche, da habe ich angefangen mit dieser Videoanleitung für diese Babypuschen. Das will ich die nächsten, sofern es meine Zeit erlaubt, die nächste Zeit noch erweitern. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ich mich an die Playlists hier auf YouTube halte, damit es parallel auch Sinn macht. Wir werden sehen. Ich bin mir noch nicht so ganz einig, du siehst das. Kommen wir zum, ich glaube, das war's. Ich hatte viel Stress, keine Ahnung, viel Bürokrams. Ist ja, war ja der Jahreswechsel und Monatsabschluss, bla bla bla. Da muss auch immer viele Fragen beantworten. Meine Sachbearbeiterin vom Steuerberater ruft an, etc. etc. Strickfortschritte, fertige Projekte. Von Anita habe ich bekommen, die hat nämlich schon die Babyspiralsocken, die ich letzte Woche als Strickanleitung hochgeladen habe. So sieht die Spiralsocke unangezogen aus, die kleinste Größe. Und so sieht das Schätzchen angezogen aus. Ich habe ja auch welche gestrickt, meine sind in rosa. Aber das kannst du in dem Video angucken. Die hat Anita fertig bekommen und gestrickt hat sie. Das ist ihr Beitrag zu den Kubo-Socks im Januar.
Babyspiralsocken aus meiner ersten Solarfärbung von 2019. Und sie hat eine Solarfärbung gemacht aus schwarzer Kaffee, Zwiebel, Birkenblätter und Birkenrinde. Und gefärbt hat sie auf der Moin Moin. Eine Solarfärbung. Ist ganz schick geworden. So, mal den Burschen hier vorsichtig wieder rüberstellen. Ups. Dann hat sie noch gestrickt. Ach nee, ich erkläre euch mal, was die Kubo-Socks sind. Die Kubo-Socks, da haben wir, ich glaube, inzwischen 91 Anmeldungen. Das ist. Entschuldigung. Verschluckt. Die Kubo Socks, das ist eine Aktion in unserer Wolleholiker-Gruppe, die geht das ganze Jahr. Und zwar eben anders. Wenn du am Anfang des Jahres mitmachen möchtest, dann packst du dir 12 Stränge, 12 Knäuel Wolle ein, in ein Päckchen, in ein Tütchen und schreibst 1 bis 12 drauf. Sigrid würfelt immer, deshalb auch Kubo, also vom Würfel, Kubus, würfelt immer am letzten Tag des Monats für den Folgemonat mit Würfeln. Und dieses Päckchen darfst du dann aufmachen und stricken. Und du musst nicht zwingend große Socken stricken oder Socken stricken. Anita hat auch ein kleines Projekt ja gestrickt. Es gelten auch, heißt zwar Socks, aber es gelten auch Stulpen. Wir nennen die dann Armstulpen oder Halsstulpen für den Kohl oder Kopfstulpen. Ja, eben kleine Projekte. So aus einem Knäuel. Wenn immer noch. So, wenn du mitmachen möchtest, dann komm einfach dazu. So, und Anita hat noch gestrickt. Das ist eine Färbung, die gehört zur Flette im Januar. Das ist die Schneemann-Färbung. Ich zeige dir auch gleich noch den passenden Strang dazu, die in das Shop-Update gegangen sind. Das ist die Färbung Schneemann. Und hat sie eine Socke fertig und zwar 56 Maschen, Socken in Größe 39, 40, 56 Maschen mit einem schmalen Fuß, Nadel 2,5 und Schneemann. Sie hat extra da drauf geschrieben, dass das eine Sonderedition ist. Auch die nächste Färbung ist eine Sonderedition, weil ich färbe nicht im Juli. Ein Strang, der Schneemann heißt, das macht so keinen Sinn. Das ist die Färbung Winterblume, die gehört auch zur Flat. Und da hat sie gestrickt Socken in Größe 39, 40, 56 Maschen auch mit dem schmalen Fuß, in Nadelstärke 2,5 auf der Special Effects. Das sind beide Special Effects und das ist die Winterblume. Ich zeige euch das gleich nochmal. Jetzt muss ich das irgendwo schlau hinlegen, dass ich da hinkomme. Ich habe, und da bin ich mir noch uneins, das ist das Video, das nächste Woche kommt. Ich habe mir extra eine Apfelsine mitgebracht. Ich habe ja kein Baby irgendwo in der Schublade, dass ich dann. Also, ja, wirst du wohl. Also, das ist das Babymützchen. Na, so kann man sich so vorstellen. Das Babymützchen. Da unten muss noch eine Kordel rein. Und da bin ich mir noch uneins, ob ich jetzt einen gestrickten Eicord nehme, den ich dann hier einfädle, oder ob ich eine Kordel mache. Bin ich mir noch ein uneins. Auf alle Fälle, das ist das Video, das unter anderem nächste Woche online geht. Was habe ich noch gemacht? Ich habe noch
Jetzt darf ich. Hier ist ja meine Häkelmandala-Decke aus dem Wollholika Adventskalender. Da gab es ja jeden Monat ein neues Häkelquadrat, eine Häkelanleitung. Und da habe ich angefangen, die hier zusammen zu häkeln. Ich bin mit. Wo ist denn der Anfang? Ich bin mit. Ich bin ziemlich weit gekommen, muss aber jetzt noch komplett. Hier siehst du, hier sind die hier und die hier schon verbunden. Hier hinten fehlt das noch. Also da habe ich weitergemacht. Ich hatte mir ja dann doch was vorgenommen fürs neue Jahr, dass ich nicht so viele UFOs produziere, dass ich erstmal Stück für Stück fertig mache. Ja, das ist so eine Sache bei mir, weil wenn ich dann eine neue Anleitung aufnehme oder eine neue Anleitung produziere, dann habe ich ja immer wie hier, ich habe ja einen fertigen Prototyp und dann stricke ich ja eins wieder vor. Oftmals ist wie mit Mandalas. Oftmals liegen dann die Sachen, die ich fürs Video gestrickt habe, die liegen dann rum und dann werden es mehr und mehr und mehr UFOs. Ich glaube, es macht aber mehr Sinn, erstmal fertig zu werden. So, das habe ich gemacht. Jetzt mal hier ein bisschen rum. Und dann habe ich noch zwei neue Sachen für Videos angefangen. Also die ausgenommen. Deshalb habe ich nicht so viel fertig gekriegt mit Stricken und Häkeln. Ja, jetzt kommt das Shop-Update. Dazu muss ich sagen, dass ich das Video tatsächlich nochmal unterbrechen muss, weil mein Tisch zu klein ist. Wir haben die Moin. Erweitert, die Moin aufgefüllt. Die Moin, das ist ein Lace Gun mit 800 Meter Lauflänge. Und zwar 60% Wolle, Schurwolle, 25% Viskose, Bambuszellstoff und 15% Polyamid wegen der Stabilität. Und da haben wir Weizen und das Weizenfeld und Toffee. Und farblich passend dazu gibt es noch Treibholz und, warte mal, das Sahnebonbon. Na, die kann man so miteinander verstricken. Dann kam noch Klatschmohn. Das ist jetzt ziemlich pinkig, aber das ist rot. Klatschmohn dazu. Der Aprikosentraum. Das ist in sich nicht nur rosa, sondern auch so ein bisschen Aprikot. Aprikosentraum und die Koralle. Die Butterblume Petron und Candy. Und ein Wölkchengelb. Wölkchen hellblau und Lapislazuli. Lapislazuli und die Nordseeküste haben wir aufgefüllt. Dann, ach, Flieder habe ich. Flieder habe ich von der Moin noch vergessen.
Dann gab es auch neue Pinter, und zwar Teewasser und die Herbstgräser. Beides hat mir sehr gut gefallen, also habe ich nochmal Pinter nachgelegt. Pinter, sind 75% Wolle, Merino extra fein mit 21 Mikron, 20% Seide und 20% Rami. Das ist die Pinter. Und dann haben wir die Seidenraupe. Und zwar Camouflage. Das ist so ein ganz kleines bisschen Flieder, so ganz hell. Sieht man wahrscheinlich nicht, mit ganz vielen Sprenkeln. Also Camouflage Lady und die graue Maus. Und die Herbstgräser. Die Herbstgräser, die du eben gesehen hast auf der Pinta, das ist die Färbung auf der Seidenraupe. Und die Seidenraupe, das ist 70% Wolle, Merino extra fein, 19,5 Mikron und 30% Seide. Natürlich Ökotex Standard 100 etc. etc. Das ist die Seidenraupe. So, jetzt komme ich mal ein bisschen näher hier ran. Jetzt zeige ich dir, das ist der Schneemann. Also quasi die Monatsfärbung. Und das ist ein Grau, kein Blau. Du musst dir das so vorstellen. In meinem Kopf war, wenn 10 Kinder oder 11 Kinder oder eine kleine Kinderhorde zusammen einen Schneemann bauen, dann gehen die Schneebälle, der Schnee geht ja dann durch x Kinderhände. Und dann ist das durchaus ein bisschen schmodderlich und unten so ein bisschen Split eingearbeitet. Das da ist die Karottennase und das da ist der Zylinder, der Hut. Und verstrickt in Größe, was hat sie gesagt? In Größe 39,40 sieht das so aus. Etwas kleinere Größen wird das wahrscheinlich mehr wildern und noch kleiner wird es ringeln. Und noch größer wird es noch mehr ringeln. Das ist quasi der Schneemann. Und die andere Sonderedition Färbung aus der Flat. Das ist die Winterblume. Die Winterblume. Und das, was ich jetzt euch zeige, der Schneemann und die Winterblumen ab sofort, das ist ganz normale Sockenwolle, also 420 Meter Lauflänge, 75, 25, 420 auf 100 Gramm, Ökotex Standard 100, ganz normale Sockenwolle und die Winterblume sieht so aus, verstrickt. Ist ganz hübsch geworden. So. Dann kam in Shop nochmal der Blaubeerkuchen und Kluntje haben wir nachgelegt und die Beere. Grüne Sommersprossen, das ist ein Grün mit so kleinen Sprenkelchen drauf. Grüne Sommersprossen, dann die rote Grütze, und der Plüschapfel und die schwäbischen Austern. Das sind ja Weinbergschnecken. Die schwäbischen Austern. Und das Spiegelei.
Und das spreche ich wieder nicht richtig aus, das Motschegiebschen, also der sächsische Marienkäfer. Motschegiebschen. Und der Traumgarten. Das Grün mit ein bisschen Flieder. Den hat Anita auch schon verstrickt. Das waren auch hübsche Socken. Der Traumgarten und der Zauberwald haben wir aufgefüllt. Ja, wir waren fleißig. Wölkchengewürze. Ich zeige euch mal, wie auf Socken Wölkchengewürze aussehen. Warte mal. Anhand einem Wölkchen Butterblume. Das ist ein Wölkchen Butterblume. Den Socken hat die liebe Eike gestrickt. Und das ist Wölkchengewürze. Ja, das ist so ein Senfgelb. Also diese Färbung sieht dann halt mit diesem Gelb, kann das so aussehen. Das sind Wölkchen Gewürze. Ach, guck. Herbstgräser habe ich vorher auf der Pinta reingehalten. Extra die Socken da rausgesucht. Das ist die Färbung Herbstgräser. Nicht aufgepasst. So, und dann, bevor ich jetzt durcheinander komme, auch in den Shop gewandert sind, extra die gestrickten Socken hier, ist, na, mal richtig anziehen hier, das Kräuterbeet. So können die aussehen. Das ist das Kräuterbeet. Die hat auch Eike gestrickt. Und warte mal. Oh, da ist meine Buchhaltung ist mir da rausgefallen. So, und dann sind die Fischbrötchen noch in den Shop gekommen, wieder aufgefüllt und Fischbrötchen ist ja eine Standardfärbung. Fischbrötchen, ups. Fischbrötchen sehen so aus. Auch so ein gute Laune-Teil beim Stricken. Weil immer wieder so ein bisschen ein anderer Farbabschnitt kommt. Die Fischbrötchen. Und ach, guck. Auch in Shop aufgefüllt haben wir die Färbung Teebüdel auf der Tweed. Teebüdel auf der Tweed. Da habe ich gar keinen Strang. Sieht verstrickt aber so aus. Teebüdel auf der Tweed. Und die Ostfriesenflagge. Das ist ein naturgehaltener Strang. Und Ostfriesenflagge ist ein weißer Adler auf weißem Grund. So, deshalb heißt das Ostfriesenflagge. So, jetzt aber dann die Sturmmöwe. Da habe ich jetzt auf die Schnelle die gestrickte Socke nicht zugefunden. Und Zauberwald haben wir aufgefüllt. Und die Tante Erna haben wir wieder aufgefüllt. Und das Donnerwetter haben wir wieder aufgefüllt. Herrgottsscheiserle.
Also das waren ja die, das sind ja die Maultaschen. Ne? Freitags gibt es Fisch oder fleischlos. Und wenn der liebe Gott nicht sehen soll, also der liebe Herrgott nicht sehen soll, was man da isst, hat man das in Nudelteig eingepackt. Und darum heißen Maultaschen eben Herrgottsbscheißerle. Die kamen dazu und Schmuddelwetter. So. So, dann muss ich dich nicht in der Kamera rumdopsen. Dann die Bangbüchs. Auch mit dem Zauberwald. Die Bangbüchs. Das ist jetzt auch ein Lace-Garn mit 800 Meter Lauflänge. Aus der habe ich ja angefangen, ein paar Sneakers zu stricken, weil das ist 75% Wolle Merino extra fein mit 19,5 Mikron und mit 25% Poly, also wie Merino Sockenwolle. Und ich stricke tatsächlich, weil die ist so ein bisschen plustrig, mit Nadel 2,25 stricke ich da Sneakers. Das gehört auch zu meinen UFOs. Der zweite Socken ist fast fertig, aber es liegt. Das ist der Zauberwald. Dann gab es Burgunder, auch auf der Bangbüchs. Rosa Sommersprossen und ein Silberfuchs und wieder ein Wölkchen, aber diesmal tatsächlich Butterblume. Guck mal, Toffee. Die passen doch alle gut zusammen. Curry Sahne, Maisfeld und, warte mal, Rotfuchs. Und Avocado 2. Ich habe die Avocado nachgefärbt und habe noch ein paar Sprenkel drauf gemacht. Das ist die Avocado 2. Also nicht nur burgunderfarbene Sprenkel, sondern auch so. Naja, so alle möglichen Farben. In der Regel aber hauptsächlich grau. So, das ist die Bangbüchs. Und dann haben wir die Sockhaven aufgefüllt. Achtung! Die Sockhaven aufgefüllt, aber das ist sehr, sehr blaulastig geworden. Die Sockhaven. Und zwar die Sockhaven ist auch Sockenwolle, 75-25, aber voluminöser als unsere Basic oder Special Effects. 100 Gramm, 420 Meter. Das ist die Färbung Silberfuchs, Althellblau, Petrolhell und Petrol. Umbauen hier. Dann kam noch Hasenpups in Shop. Das ist achso, hier von, wenn du mich regelmäßig schaust, aus der Sockhaven stricke ich ja meine gelbe Milzjacke und dann habe ich ja zwei Milzjacken schon fertig. Aus dem Hasenpups und das ist 70% Wolle Merino extra fein, 18,5 Mikron, 20 Poly und 10% Angora, Hase zertifizierte Haltung, 420 Meter auf 100 Gramm, Ökotex Standard 100 etc. Das ist die Färbung Lapislazuli, O-Rosa Puder, Rosa Sommersprossen, Toffee, Maisfeld, Olivenhain, ach guck, da ist eine falsch gerutscht. Beere und Überraschung.
Und Wölkchen gelb. Sommerträume. Deine Sommerträume sind Tacken heller als Lapislazuli. Süßer Senf und Wölkchen Butterblume. So. Das hier, als ich eben gesagt habe, die ist falsch dazwischen gerutscht. Das ist eine Special Effects. Rosa Sommersprossen. Na, wo ist jetzt mein Babymützchen? So sieht das aus. Was für ein Zufall. Ja, das war das jetzt. Jetzt muss ich auf Pause drücken und einmal umbauen, weil ich habe noch eine Tasche, die hat nicht mehr auf den Tisch gepasst. So, jetzt kann das weitergehen. Und dann habe ich meinen Mister gerade eben im Video fälschlicherweise beschuldigt, den Teebeutel vergessen zu haben. Da ist er. Das ist 75. Guck mal, der Kleber von der Pampelmuse. 75% Wolle, Schurwolle, 20% Polyamid und 5% Viskose. 420 Meter auf 100 Gramm. Wegen der Viskose ist die auch so ein bisschen, also die ist total weich. Die habe ich auch hier reingehäkelt. Mache ich die Püppi aber nicht nackig, sonst fällt mein Aufbau da um. Also die habe ich da reingehäkelt, auch in dem grünen. Das ist der Teebüdel und das ist weißer Adler auf weißem Grund. Die Ostfriesenflagge auf der Basic. Die Basic, das ist ganz normale Sockenwolle, unsere Basic, also unser Basic Garn. 75% Wolle, Schurwolle, 25% Poly und da haben wir gefärbt Nebel, Meerblick und die blaue Stunde, so ganz dunkles Mitternachtsblau, haben wir wieder aufgefüllt. Die Apfelsine. Die Schneeglätte und der Frost. Oh, habt ihr gehört? Mein Magen hat gerade geknurrt. Und Eisblau und Morgentau. Und dann ist noch ein bisschen Soft in den Shop gewandert. Das ist 100% Wolle, Schurwolle. Ist ein Single Garn, also nicht verzwirnt, nur so ein bisschen gedreht. 400 Gramm auf 400 Meter auf 100 Gramm. Mit dem Olivenhain, dem Lapislazuli, dem Meerblick. Ich das auch hin. Dem Donnerwetter. Jetzt geht's nicht. Und dem Toffee. So. Warte, ich krieg die nebeneinander hin. So. Das sind die neuen Soft. Und dann habe ich die Scheißerchen, also der kleine Bruder der Bangbüx. Bangbüx, weiß nicht, ob du das weißt, ist ja das plattdeutsche Wort für Angsthase. Und die Scheißerchen ist der kleine Bruder, den habe ich ja mal fälschlicherweise gekauft im dummen Kopf. Ich wollte eigentlich Bangbüx-Rohware kaufen, habe aber nicht aufgepasst richtig. Und ist das, wenn man mal alles schnell, schnell, schnell erledigen muss und habe die versehentlich gekauft. Und jetzt bin ich so dankbar, weil das auch ganz tolles Garn ist. Das ist also 75% Wolle Merino extra fein, total weich, auch wie die Bangbüx. 19,5 Mikron, 25 Poly. Und die ist auch, liegt auf 600 Meter bei 100 Gramm, ist voluminös, kannst auch Socken rausstricken. Das ist die Avocado Hell. Dann die rosa Sommersprossen und die Graue Maus.
Wobei bei dem Licht sieht das eher ein bisschen blau aus, aber jetzt heißt die schon Graue Maus. So. Dann die Lakritz. Der Röhrkohl und das Weizenfeld. Da muss ich mir, guck mal, das ist doch eigentlich, muss ich mir unbedingt mal einen Pulli draus stricken. Weizenfeld, Kumquat, der Sommerhimmel und Olivenhain hell. Es ist, wenn du, ach, vielleicht geht es dir ja so wie mir, wenn du dann Wolle anguckst, neue Wolle anguckst, dann denkst du immer, oh, kann ich das draus stricken, kann ich das draus stricken, kann ich das draus stricken. Die ersten Male, das muss ich dir noch erzählen, die ersten Male, wenn ich dann ein Shop-Update gemacht habe, das mache ich jetzt schon ein paar Monate nicht mehr, habe ich mir immer so ein, zwei, drei schöne Stränge, habe ich gedacht, nee, nicht in den Laden, die behalte ich selber. Also kannst du nicht immer was zurückbehalten. Ach ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Also Toffee und die Blattlaus und der Rotfuchs. Und die grünen Sommersprossen und es sind auch so kleine Sprenkel drauf, die grünen Sommersprossen und Burgunder und das der süße Senf. Stellt euch vor, ich würd das noch, ich hab's dann, ich habe natürlich dann meine zwei, drei Stränge gestreichelt und dann habe ich sie wieder zurück in den Laden gelegt. Ach. Weizenfelder, Avocado und ich habe ja meine Jacke Mills, die ich aus der Hasenpups gestrickt habe, habe ich ja aus der Färbung Arien gestrickt. Und die habe ich jetzt ein bisschen, weil mir das so gefiel, habe ich die jetzt ein bisschen abgedatet. Jetzt heißt die Arien 2, also Arien 1 gibt es auch noch im Shop auf den Scheißerchen. Die heißt jetzt Arien 2 und da habe ich noch Sprenkel drauf gemacht. Ne? So, Sprenkelchen drauf gemacht. Lassen sich auch zusammenstricken, ne? Eins, ein Arien, Normal Arien und ein Arien 2 wird dann halt ein bisschen dunkler durch die Sprenkel. Das habe ich gefärbt und das war auch tatsächlich der letzte Strang. Guck ich mal, 38 Minuten, ach, geht noch. Das war das Shop-Update. Ja, auf dass der Online-Shop voll wird. Ich zieh ja mit dem Laden um. Der Umzug der Shopware ist Mr. Wollaholiker. Hallo Thorsten. Ich weiß nicht, ob du die Videos immer ganz bis zum Ende anguckst, aber du wirst das kommentieren, wenn du das hörst. Ja, okay. Also, was habe ich? Shop-Update. Das war das Shop-Update. Jetzt kommt mein Wochenausblick. Morgen am Montag muss ich mal dem Hausbesitzer ein bisschen Dampf unterm Popo machen. Gleichzeitig frage ich auch unserem Stromversorger an, was die ja den Stromzähler da einbauen müssen, was denn nun ist, weil ohne Strom, schließlich habe ich schon Miete und Kaution bezahlt, was denn jetzt nun Phase ist, weil wir brauchen Strom, um da weiterzumachen. Das geht so nicht. Und mittlerweile ist da auch bitter kalt. Ey, da arbeitest du, da kannst dich nicht warm arbeiten, weil es ist richtig kalt. Und irgendwann, wir kriegen ja alle Rüsselpest. Also das funktioniert nicht. Mein Lichtblick ist immer noch, ist der gleiche Hausbesitzer vom alten Laden, ist auch der vom neuen Laden. Schauen wir mal, nicht? Auf alle Fälle, am Montag mache ich den mal ein bisschen Dampf um unterm Hintern. Und wenn ich die Wochentage jetzt durchgehe,
Am Dienstag mache ich, am Montag mache ich nochmal Verwaltungskram, so ein paar Telefonate habe ich zu erledigen und sowas alles. Nochmal YouTube-Video vorbereiten, dann mache ich YouTube-Videos, dann sind wir beim Mittwoch, dann mache ich nochmal YouTube-Videos und ein bisschen organisatorisches. Und ich habe ja, wir haben ja gefärbt, da müssen die ganzen Stränge gedreht werden. Also ich muss einen Schlag reinlassen, weil die Umzugskiste vom alten in den neuen Laden kommt ja quasi zu meinem oder unserem normalen Arbeitspensum on top. Dann sind wir schon wieder über die Wochenmitte drüber, dann muss ich färben. Soll ja schließlich noch ein neues Shop-Update geben. Und dann am Samstag putze ich mit Mr. Wollaholiker zusammen den neuen Laden, damit wir, also so gemeinsame Aktionen im neuen Laden können wir immer nur samstags machen, weil in der Woche ist unser kleiner Hochstapler ja regulär arbeiten. Und dann ist Sonntag und dann ist schon wieder Sonntagszeit, ist Videozeit und die Woche ist rum. Also ich habe hier straffes Programm, aber wir werden sehen. Das wird schon klappen. Dann werden wir nämlich am Samstag putzen und dann mal gucken, wie wir umziehen können. Mal gucken. Ich halte euch auf alle Fälle mit dem, ist ja wie so ein kleiner Stromkrimi, ne? Halte ich euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. So, das war es auch schon mit dem Sonntagsvideo. Sonntagszeit ist Videozeit. Schön, dass du hier warst. Ich würde mich freuen. Ach so, ich verlinke dir noch oder unten in die Infobox schreibe ich dir noch, wie du zu unserem Online-Shop kommst, wie du zu unserer Facebook-Gruppe kommst. Ich setze da Links, brauchst du nur draufklicken, dann landest du bei uns auf der Facebook-Gruppe. Selbstverständlich haben wir auch eine Facebook-Seite und ich bin auf Instagram unterwegs. Mal gucken, wie ich die Links setze. Und ich vergesse das ja manchmal. Ich vergesse das leider manchmal. Und dann würde ich mich freuen, wenn du nächsten Sonntag wieder hier bist, wenn es wieder heißt, Sonntagszeit ist Videozeit. Hab eine zauberhafte Woche. Wir sehen uns.